Aufnahmeknopf nicht vergessen. So, ich habe ein bisschen viel extra HP. So, ich habe Premium-Zauber, Premium-Beschwörung, Premium-Befehl. Ich habe einen dieser verdammten Viecher da, diese, wie heißen diese, Weapons, habe ich bekämpft. Einen konnte ich besiegen, den anderen leider nicht. Selbst mit Schummeln nicht. Zauber kriegt er. Premium-Befehl. Premium-Beschwörung. Premium-Zauber mit alle Materia. Wie viele alle Materia habe ich eigentlich auf Max? Was soll's. Was könnte ich denn noch geben? Erstmal ordnen. Wen könnte ich hier noch tauschen? Ich überlege gerade, soll ich nicht. Ach komm, wir spielen mal mit Yuffie. Was hat der so? Wurfzeit. Zeit ist gut. Obwohl. Wiederbeleben hat sich ja schon. Sie kriegt das Premium-Befehl und hat ja Ultima und Zerstörung, Asteroid, Wiederbelebung.
Komm, lassen wir das jetzt mal. Nein, nicht speichern. PRS. Raus, sie rein. Speichern. Und dann gehen wir zum Finale über. Scheint so, als könnten wir hier nur runterrutschen. Alles klar, auf geht's! Speicherkristall, das ist der wichtige Item hier. Können wir noch weiter runter? Ah, der kann. Stimmt. Also, lange wird es nicht gehen. Ich werde auch nicht kämpfen. Ich bin stark genug. Denke ich. Eigentlich ist, obwohl ich bin noch ein ziemlich Low Level. Ich habe den sonst immer auf Level 70 herausgefordert. Ach komm, den fordern wir heraus.
Es wird wahrscheinlich nicht lang gehen mit diesem Spiel. Sorry, dass ich den Kämpfen auch teilweise ausweiche. Auch Kisten will ich nicht unbedingt, aber wenn sie schon mal da sind. Natürlich, er besitzt alle Zauber. Jetzt. Wo ging es nochmal lang? Na ihr, was macht ihr denn hier? Die Straße gabelt sich, wir teilen uns in zwei Gruppen auf. Welchen Weg willst du zu Lito? Ich nehme den linken. Okay, dann gehe ich. Du gehst nach rechts.
Ich mit mir nach links. Wieder laufe ich nach rechts. Du gehst nach links. Er geht nach rechts. Und er geht nach rechts. Und wieder, du gehst auch nach rechts. Und dass mir jetzt keiner von euch stirbt. Du wirst doch Sephiroth genannt. Ich werde diesen Sephiroth vernichten, bevor ihn ein anderer erreicht. Es ist alles vorbei damit. Alles Leben auf diesem Planeten, ja, sogar das Leben des Planeten selbst liegt in unserer Hand. Ich bin so froh, euch alle kennengelernt zu haben. Wirklich. Na, sieht ganz so aus, als wäre das unsere letzte große Aufgabe. Wir werden da wirklich nicht lang sein. Das war's dann. Und hier setze ich mal den Speicherkristall ein. Habe ich ihn mal gemacht hier. Ich glaube, das ist auch der beste Punkt dafür. Ich habe mir natürlich nicht die Limitstufe 4. Moment mal. Ich habe mir nicht Limitstufe 4 von Blake geholt. Wir gehen hier nochmal raus. Ohne Kampf. Ich hab jetzt Kampf ausgestellt, damit das schneller geht. Und da werde ich die Aufnahme noch kurz beenden. Oder wie gesagt, den Part. So, dann holen wir uns noch Tifas Limit, bevor wir richtig runtergehen. Ich kann mir das lieber nie merken, was die Kombination ist, deswegen muss ich mir das immer anschauen. Ich habe diese Melodie schon mal gehört. Früher habe ich sie gut gespielt. Ich habe die Noten für das Lied. Hoch, warte, da ist was zwischen den Noten. Blake, was ist nun mit unserer Stadt geschehen? War es alles eine Illusion oder nur ein Traum? Nein, weder das eine noch das andere. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, Leute aus den Flammen zu retten. Aber nicht die Stärke hatte. Voller Wut ging ich zum Reaktor, um Sephiroth zu töten. Aber er war nirgendwo zu finden. Stattdessen fand ich dich dort. Zusammengebrochen. Dich zu retten war mir wichtiger, als Sephiroth zu verfolgen. Es waren noch andere dort, die am Leben waren. Aber es gelang mir, nur dich zu retten. Als ich aus dem Reaktor rauskam, kamen gerade die Truppen der Shinra an. Ich erinnere mich, dass ein Wissenschaftler mit dem Namen Hojo die Aktion leitete. Er befahl die Truppen, alle, die noch am Leben waren, für Experimente einzusammeln. Ich weiß nicht, über was für ein Experiment er sprach, aber eine Lieblingsschülerin konnte ich ihn nicht überlassen. Mit dir über die Schulter ging ich den Berg hinunter zum Dorf und ich sprach den Heilungszauber viele Male über dir aus. Dann ging ich nach Midgar, um nach einem Arzt für dich zu suchen. Ich mag die Stadt nicht, aber meine Zauberworte halfen nicht. Also beschloss ich, nach Midgar zu gehen und einen Arzt zu finden, dem ich vertrauen konnte. Ich mache mir Sorgen um dich, aber ich kann mich nirgendwo lange niederlassen. Bist du wieder ganz gesund? Geht es dir gut? Ich frage mich, wie viele Jahre seitdem vergangen sind. Ich bin gerade wieder in der Stadt, aber ich kann das nicht glauben. Die Stadt ist wieder so wie früher, bis auf diese merkwürdig schwarz gekleideten Wesen. Die Stadt ist voll von Shinra-Truppen, aber ich lege mich nicht mit ihnen an. Du denkst vielleicht, dass ich mich vor ihnen fürchte, aber das ist es nicht.
Ich möchte mit Shinra nichts mehr zu tun haben. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bin sicher, du wirst diesen Brief finden. Und dieses Geschenk für dich soll dir nützlich sein. Ich kann nicht mal mehr springen, aber ich hoffe, du wirst deine Fähigkeiten pflegen und dich an das erinnern, was ich dir beigebracht habe, an meine Lieblingsschülerin von Sunda. Himmelsfaust! Aber die anderen, die hole ich mir nicht. Die hätte ich auch noch machen können, aber dafür hatte ich keine Zeit. Ich kann auch die ultimative Waffe reintun und ich mach das auch. So, dann gehe ich mal zurück an den Punkt, wo wir vorhin waren.